Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des Eisensports, und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin gerade von draußen reingekommen, deswegen Nase läuft, gerade draußen trainiert. Video kommt jetzt ein bisschen später die Woche, leider. Oder das heißt leider, ich hatte einen schönen Grund. Habe mich jetzt ein bisschen mit Twitch beschäftigt, mit einem Kanal zusammengeschustert. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr den Link zu dem Twitch-Kanal. Ich werde da jetzt gucken, das, was ich mal angedrückt habe, dieses Benchpress und Chat, vielleicht ein- bis zweimal die Woche zu machen. Das werde ich dann immer bei Instagram ankündigen, wenn ich dann online komme. Ja, eventuell auch noch mal ein bisschen Gaming, je nachdem, wie es zeitlich reinpasst. Das bleibt wahrscheinlich hauptsächlich mit meiner Frau zusammen. Couch-Koop, ist eigentlich immer ganz witzig. Und was ich auch noch gemacht habe, Affiliate-Links für Amazon. Viele hatten mal nachgefragt, dass sowas auch cool wäre. Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen mit in die Videobeschreibung gepackt. Also, ihr wisst ja, draufklicken, Sachen in den Warenkorb packen. Egal, was ihr dann quasi kauft, es geht ja dann eine Provision an mich. Und natürlich ohne extra Kosten für euch. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten habe ich euch mal mein Equipment, was ich mir jetzt für das Streaming geholt habe und so weiter, verlinkt. Und noch ein paar Bücher, kraftsporttechnisch, die ich auf jeden Fall ganz gut finde und auf jeden Fall empfehlen kann. Ja, wollen wir noch ein bisschen was von der Woche erzählen? Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Kniebeuge, 5x5 mit 255. Ja, das war schon ein bisschen schwer, aber gut. Und danach noch Bankdrücken. Ich glaube, da habe ich 3x5 mit 217,5 gemacht und 2x2 mit 270 mit der Ballista, mit der mittleren. Das war so der erste Versuch. War eigentlich ganz witzig und gut. Ich denke mal, da geht noch einiges mehr. Muss ich mir erstmal ein bisschen rantasten wieder an dieses ganz schwere Drücken. Aber ich denke mal, 300 plus sollten damit auf jeden Fall machbar sein. Guckt euch erstmal an, sehen wir uns gleich wieder. Bankdrücken eine absolute Strongman-Übung ist, ist das eine ganz wichtige Geschichte, dass man die unbedingt dann noch macht. Locklift 145, 5x2. Gut, schön, der Umsatz klappt langsam wieder ein bisschen besser, wird wieder stabiler. Freut mich sehr, also das Arbeiten und Trainieren zahlt sich aus. Bankdrücken habe ich dann, weil es ja diese schöne 102 Kilo Challenge, die 225 amerikanische Pfund, gibt in 20 Reps in weniger als 20 Sekunden. Nochmal versucht, war nicht schneller als beim ersten Mal. Gut, dann nächster Schritt, 315 Pfund, also 143 Kilo. Das ging gut. 20 Reps in, ich glaube, 17,5 Sekunden. Also wer mitmachen will, versucht euch, gerne. Ist auf jeden Fall immer gut, egal ob ihr das jetzt in unter 20 Sekunden schafft. Generell versucht es einfach, wie oft ihr es schafft. Gebt Gas und mal gucken. Könnt mir gerne eure Ergebnisse in die Kommentare schreiben. Thank you.
dann kommen wir ja auch schon zum Freitag jetzt. Kreuzheben, Bankdrücken. Freitag war halt jetzt ein bisschen das Problem Spätschicht. Da fange ich eine Stunde früher an freitags. Das heißt, ich hatte eine Stunde weniger Zeit fürs Training. Hat sich deutlich bemerkbar gemacht. Zum einen habe ich die Nacht vorher echt beschissen gepennt. Megamäßige Verdauungsprobleme gehabt, war 2-3 Stunden wach die Nacht. Und hat sich stark bemerkbar gemacht, auf jeden Fall beim Kreuzheben. Ich habe nur 3x5 gemacht, die waren schon sauschwer. Mit 255. Dachte, na gut, komm, heute ist auch nicht viel Zeit. Vielleicht läuft das Bankdrücken besser. Dann lief es. Ich habe dann 4x5 mit 217 gemacht, also 217,5, um genau zu sein. Die liefen so gut. Dann dachte ich, komm, jetzt machst du noch einen 5. Bonus hinterher. Ja, soll ich sagen, es sind nur 7 Stück geworden. Das ist eigentlich ziemlich nice. Also, ich sag mal so, wenn ich so taufrisch schon so einen Satz rangehen würde, dann wären vielleicht so um die 9, vielleicht sogar 10 drin. Träumen kann man ja, ne? So als erster, zweiter Satz vielleicht. Also, eigentlich eine ganz gute Basis. Basis? Nein, Base. Base? Basis. Oh, verdammte Anglizismen. Naja, auf jeden Fall bin ich ganz happy damit. Könnt ihr euch jetzt erstmal angucken. Hinweise in eigener Sache. Ich habe es ja schon erwähnt. Twitch-Kanal. Also folgt mir auf Twitch. Da würde ich mich mega drüber freuen. Versuche Content zu liefern. Wie gesagt, einmal Live-Training, Gaming. So wie es die Zeit halt hergibt, wenn man Vollzeit arbeiten geht. Ich gebe mein Bestes. Also wenn ihr Interesse am Just Chat habt, ihr seid gerne eingeladen vorbeizuschauen. Ich versuche es dann montags und freitags, eventuell auch nur freitags. Ich muss mal gucken. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, euch als Follower und natürlich auch als Zuschauer zu haben. Dann würde ich mich natürlich auch super darüber freuen, wenn ihr vielleicht mal im Gears Nutrition Shop vorbeischaut und mein Code Brocken 10 benutzt und bei God's Rage schöne Sachen kauft, wie dieses wunderschöne T-Shirt zum Beispiel oder die ganzen anderen schönen Sachen. Code Brocken 10, ihr wisst Bescheid. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr auch mal bei den Amazon-Links vorbeigeschaut. Oder zumindest an mich denkt, wenn ihr bei Amazon was bestellt, vielleicht über meine Links auf die Seite zu gehen. Ich finde das mega von euch und möchte mich schon mal herzlich dafür bedanken, wenn ihr das tut. Oder auch sonst fürs Zuschauen und Abonnieren, Liken und so weiter. Ich freue mich mega drüber. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Sport. Bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll.